Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei den Chroniken von Tandrin von Siedler 7. Und wir müssen die Prüfung von Altmonheim bestehen. Willkommen in Altmonheim, Drakorian. Hier wird sich zeigen, ob ihr würdig seid, die Lage des vergessenen Königreichs zu erfahren. Der Doppelkönige Handlanger haben sich zusammengerottet, um eurer Erhebung Einhalt zu gebieten. Gelingt es euch, sie in die Schranken zu weisen, offenbart sie euch der Weg ins vergessene Königreich. Dort könnt ihr dann sodann ein Reich des Friedens und der Freiheit gründen. Bestimmt! Ein Wettlauf um Siegpunkte mit Bischof Matthäus, Ramirez und Feldmarschall Ludovic. 6 Siegpunkte, um den Sieg zu erlangen. 18 Sektoren, 9 Erfolg, alles klar. Dann gibt es für dieser Karte also Siegpunkte. Ja, mal schauen, was da passieren wird. Ach wirklich, Förster benötigen keine Verpflegung. Das ist ja echt aufgefallen. Die Prüfung von Altmonheim. Willkommen in Altmonheim, Drakorian. Hier wird sie zeigen, ob ihr würdig seid. Ach ja, genau. Der Doppelkönig Anlage haben sich zusammengerottet, um eure Erhebung Einhalt zu gebieten. Aber ich dachte, Ramirez hat für uns gekämpft damals. Oder in der Zukunft. Gelingt es euch, in die Schatten zu weisen, offenbart sich der Weg ins vergessene Königreich. Dort könnt ihr dann ein Reich des Friedens und der Freiheit gründen. Schneckengeschwindigkeit. Wir haben 15 Mann. Da ist Handel. Handel ist wichtig. Hier ist Gold und... Wir brauchen beide Gebiete. Diese beiden brauchen wir definitiv. Dieses Jahr auch. Aber zuerst hier einmarschieren. Gut, was haben wir alles? Was können wir alles? Ah, wir haben Belohnung. Ich traue Werkzeug nicht, also holen wir uns Werkzeug. Das Zeug geht uns nämlich immer aus. Oh, hier haben wir sogar unsere eigene Eisenversorgung. Wir können einen Punkt vergeben, natürlich dann zuerst die Hauptgebäude. Wie schade. Ihr musstet einen Siegpunkt abgeben. Fahr zur Hölle. Wohin denn unsere Kirche? Sagen, dann kommt die Kirche einfach hier hin, so schön zentral. Denn natürlich müssen wir sofort forschen. Wir brauchen alles, was zur Forschung nötig ist. Entsprechend würde ich sagen, setzen wir auch kurz mal eine absolute Überlastung unserer gesamten Bauarbeiter durch. Was für komische Sachen macht ihr hier eigentlich alle? Eine Getreidescheune, zwei weitere Mühlen. Wo sind die Keulen? Was habt ihr euch für eine komische Sache hier zusammengebaut? Macht mir jetzt schon alles Angst, was hier so steht. Egal, wir haben Steinmetze. Wir haben auf jeden Fall schon viel stehen. Eine Bergkette und hier sind wir ganz ehrlich, warum ist das nicht gemacht? Hier passt ein zweiter Jäger hin. Sogar ein dritter. Da. 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 Oh nein, jetzt werden wir direkt wieder aus... Nein! Gute Neuigkeiten. Ihr habt einen Siegpunkt erhalten. Haben wir. Asket, warum... Was? Übt Genügsamkeit und verbraucht weniger bessere Verpflegung als eure Widersacher. Ah. Weil wir verhungern sind. Deswegen. Verstehe. So, wir haben erstmal unseren Handel sicher gehofft. Verdammt, die wollen uns direkt in den Kragen gehen. Unabhängig davon haben wir Zugriff auf Gold. Und dann gehen sie uns auf dieser Seite in den Kragen.
wirklich. Hier lässt sich nicht bauen, weil Straße im Weg steht. Und wir können das nicht mal nachkorrigieren. Wir brauchen die Rodung und wir brauchen die Wälder, die Geologen. Und wir brauchen eine Brauerei. Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. Fürchterlich. Ein neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle. Gute Neuigkeiten. Ihr habt einen gerade wichtiger Werkzeug kriegen wir, weil wir Zugriff auf Eisen haben. Ah. Es wäre eine Schande, wenn jemand hier einfallen würde. Kurz mal den Rest hier wegräumen würde. So, wir haben ein bisschen Kleingeld. Das möchte ich dann direkt benutzen wissen. Haben wir Waffen? Ja, wir haben 5 Waffen. Jemand, der Bau einer Militärakademie ist vielleicht wichtiger. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. So, dann kommt dann hier unser Ultrametzger hin. Passt. Haben wir Bier? Wir haben 10 Bier. Wir müssen es direkt nutzen. Für 10 Novizen. Und dann will ich diese Region hier erforschen. Wichtig ist die Ballistik und diese Sachen. Darauf setzen wir ja immer. Wenn wir dem Gegner die militärischen Technologien abspenstig machen können, ist das viel wert. Die erste Technologie wird aber wohl das hier sein, oder? Gut, Prestige. Wir können jetzt den Geologen oder die Waldrodung. Ich würde sagen, zuerst den Geologen, damit diese Region nicht ausgeht. Ach, das ist eine Schmelze. Ach, so funktioniert ihr. Okay, von mir aus. Okay, dann machen wir hier einen Geologen dafür hin und stampfen den hier ein. Um dann eine Eisenschmelze in eine Eisenmine hinzusetzen, die dann hier Geologie betreibt. Das müsste dann hoffentlich funktionieren. Technologien, das hier und danach das hier. So, hier haben wir eine gesunde Pufferzone, aber auch sehr viel fruchtbaren Boden, den ich liebend gerne hätte. Ich weiß aber nicht, ob wir stark genug dafür wären. Gut, wir haben jetzt eine neue Region, von wo aus wir unser Gold beziehen können. Ihr erschließt neues Land, mein Freund. Großartig. Sehr gut. Niemand unser Werkzeug kennt das erstmal. Seid ihr auf dem Weg zum Erfolg. Und dann möchten wir unsere Berghütten in Gesetz kriegen. Ach, wir können doch nicht abreißen. Ein Stück nur ganz kleines. Hör auf, mich traurig zu machen, Spiel.
Ich schätze, das Spiel wird uns weiterhin traurig machen, also setzen wir Dinge einfach so hin und hoffen, dass es passt. So. Kohle. Ah. Warum bin ich überhaupt überrascht? Kohle. 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 Gold. 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 Wir brauchen eine Bäckerei. Fällt mir auf. Denn wir haben nicht wirklich viel davon. So, da kommt hier unser Dreifachbäcker rein. Nein, geh weg. Was ist das? Bitte pass. Ein weiterer. Oh, wir können sogar passend reinkriegen. Das ist ein erster Schritt, ein ernstzunehmender Rivale zu werden. Weiter so. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Hey, warum? Sind uns gerade Straßen verwehrt? Ist es das? Scheinbar nicht. Keine Ahnung, was das Spiel dann für ein Problem hatte. So, wir dürfen jetzt Rodung lernen und... welche der Ausbauten zuerst? Ich würde sagen, Befestigungsausbau ist wichtig, also gehen wir zuerst in die Richtung. Hier wird ein Lager aus zwischengeschaltet, da hinten kommen dann unsere Fischer hin. Wir wollten die Ballistik haben. Haben wir wieder Bier? Wir haben wieder Bier. Prügel raus, die Novizen. Wenn wir es schaffen können, diese ganzen Technologien zu erforschen, können die Gegner sowieso nicht mehr forschen und dann müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Also möchte ich das liebend gerne anstreben. Das nächste ist die satte Ernte. Doinks. Oder? Das gibt uns noch Prestigestufen obendrauf. Die könnten was wert sein. Prestigestufen, für die wir keine Steine zahlen müssen. Andretz Geologie. Denn ich habe das Gefühl, wir stehen und fallen mit unseren Möglichkeiten, Sachen herzustellen. Sachen abzubauen. So, einer ist, glaube ich, noch in der Ausbildung. Nein, ist er nicht. Ändert das. Beschafft mir mehr Novizen. So. Na, ich möchte gerne da einfallen, aber ich sehe gerade keine Möglichkeit, das zu gewinnen. Nee. Wie sieht es hier aus? Auch nicht wirklich, aber ich möchte, dass sie befestigt sehen. Ja, da sind unsere Mönche unterwegs. So, wir haben das. Das heißt, wir möchten, dass sie Prestigestufen haben, denke ich. Oder? Na, Fragen über Fragen. Oh nein. Na gut, wenn die hier forschen, soll es mir gleich sein. Das ist nicht so wichtig. Drill, Gewaltmarsch. Die wirtschaftlichen Sachen sind das meiste wert. Wir haben einen gewissen Mangel an Nahrungsmitteln. Das missfällt mir. Zeit, aggressive Fischerei zu betreiben. Münzen. Hier können wir Münzen ansetzen. Das war die Idee. Jetzt erinnere ich mich, wofür wir diese Hütte gebaut haben. So. Weitere Technologien wurden erforscht.
Euch setzen wir auf verbesserte Verpflegung, damit ihr aufhört, uns die ganzen guten Nahrungsmittel wegzufressen. Gleiches gilt für euch. Und ihr habt über Wildert. Gute Arbeit. Dann wirst du stillgeschaltet. Genau, hier wollten wir jetzt ein Erzberg reinsetzen, damit die Eisengebiete uns nicht leer gehen. Exzellent. Wie, wir haben jetzt schon 5 Siegpunkte. Wo nehmen wir die ja bitte her? Weiter so. Euch fehlt nur noch ein einziger Siegpunkt. Aha. Sehr gut. Mit diesem Siegpunkt seid ihr auf dem Weg zum Erfolg. Was? Quick Save. Wir haben nicht mal was gemacht! Er hat den Pazifisten gewonnen, das ist sehr schön für ihn. Sieh an. Ich denke, jetzt möchten wir das hier haben. Holzfäller, Sägewerke und so, Baumaterial ist viel wert. Weiter können wir Wohnhausausbau betreiben, also möchte ich Wohnhausausbau betreiben. Ihr habt einen Siegpunkt verloren. Ah. Euer Gegner hat eine Technologie erforscht. Der Sonnenkönig wurde uns abgenommen. Glückwunsch. Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Weichet Bäume. Wir brauchen euresgleichen nicht länger. Ich mach das jetzt nur, um zu schauen, was passiert, wenn wir jetzt aus Versehen gewinnen. Oder ob wir aus Versehen gewinnen können dabei. Ein weiterer Siegpunkt. Das ist ein erster Schritt, ein ernstzunehmender Rivale zu werden. Außerdem können wir unsere ganzen Gebiete für sonst nichts einsetzen. Woran scheitert ihr denn jetzt bitte schon wieder? Ihr gibt's doch Steine. Macht euch dran. Stich, genau, wir sind jetzt wieder aufgestiegen. Lagerhausausbau oder Kirchenausbau? Passt auf. Ihr verliert gerade einen Siegpunkt. Warum? Kirchenausbau. Nein, nicht der Drill! Wir haben Nahrungsmittelmangel. Okay, Mausgeschwindigkeit. Sehr gut. Mit diesem Siegpunkt seid ihr auf dem Weg zum Erfolg. Wir arbeiten dran. Könnten bitte mehr Leute anfangen, hier einzuziehen. Dafür verstanden wir sowieso schon kurz vor dem Sieg. So, Pikeniere. Für ihn. Ich möchte, glaube ich, lieber einen General haben. Andererseits haben wir, glaube ich, gerade... Was haben wir gerade? Imperator. 3 Sektoren. Glückwunsch. 3 Technologien. Eure Geistlichen haben eine Technologie Asket. Erforscht. Ökonom. Ah. Metropole. Das heißt, nichts liegt an unseren Münzen. Das bedeutet, wir können es erlauben, einen General auszuheben. Gustav der Gescheite ist mal ein guter Anfang für uns. Weil er einfach alles bufft. Und 4 Pikeniere. Oder? Wir haben ja immerhin 4 Reiter. Vielleicht sind wir mehr Musketiere. Nee. Mehr Pikeniere.